Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club und herzlich willkommen zu einem richtig coolen Überraschungsvideo. Kathi hat mir nämlich heute Morgen diese Sticker hingelegt und zwar sind das 40 Blattsticker, über 900 Sticker absolut. Der Pack ist auch richtig schön dick, also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, der beult sich hier so ein bisschen aus und das sind 3D-Puffy-Sticker, also mit so richtig schönem Volumen, ein Mega-Pack. Und ich mache ihn jetzt auch mal auf, die Folie bzw. den Klebestreifen habe ich hier schon mal gelöst. Und mal schauen. So. Das hier sind schon mal richtig coole Süßigkeiten-Sticker. Das Ganze ist für Kinder über 4 Jahren geeignet. Und ich schaue als erstes hier mal hinein. Oh, cool. Das ist natürlich die Frage. Ach, dieses Hölzchen ist dafür wahrscheinlich gedacht, dass man da die Sticker draufklebt. Diese hier. Vielleicht muss man das nochmal durchlesen. Mal schauen. Also hier sind auf jeden Fall... sehr interessant. Also das lese ich mir auf jeden Fall gleich mal durch. Und dann kann ich euch auch genau sagen, wofür diese Sternchen-Sticker sind. Und auch diese hier, die so ein bisschen matter sind. Dazu sage ich auf jeden Fall dann im Verlauf des Videos nochmal was. Das kommt einmal zur Seite, das lese ich mir gleich durch. Aber vorher zeige ich euch hier die 40 Packungen Sticker. 900 Stück. Ich glaube, das ist der größte Haul, den wir je hatten. Und sie sind total bunt und cool. Also, 20. Und hier kommt der zweite 20er-Pack. So viele Stickertütchen. Total cool. So, ich fange einfach mal vorne an und nehme den ersten hoch. Da sind verschiedene Käfer drauf. Marienkäfer, Blümchen mit ganz großen Glubschaugen. Sehr, sehr niedlich. Dann gibt es Kätzchen. Und Zahlen. Und es gibt hier auch Plus, Mal, geteilt. Und einen Käfer. Und ein Gleichzeichen auch. Sehr süß. Ich glaube, dieser Käfer ist so ein, genau, der Käfer ist so ein wiederkehrendes Element. Also der Käfer ist in jedem Pack dabei, hier unten in der Ecke. Dann gibt es Hunde. Auch total süß. Auch hier ein Knochen. Fische. Und Dinosaurier. Dann habe ich hier Buchstaben. Und Bärchen. Also das sind eher so kawaii gezeichnete Sachen. Und hier waren es ja tatsächlich richtige Fotos. Die Dinos sehen auch richtig lebensecht aus. Ich glaube, ich sortiere das so ein bisschen danach. Hier kommen so gezeichnete Tiere hin. Hier kommen, ja, ich sag mal echte Tiere hin. Und dann gibt es noch einen Stapel für Zahlen und Buchstaben. Der ist hier in der Mitte. Weiter geht's mit Pferdchen. Auch richtig cool. Und ich zeige euch auch mal dieses Puffy, was dabei ist. Also ich hoffe, ihr könnt sehen, die haben alle so ein bisschen Volumen, diese Sticker. Dann sind hier ja, so eine bunte Mischung an Tieren, zum Beispiel ein Welpe, ein Kamel. Dann sind hier Löwen drauf, Kätzchen, Schafe. Hier sind wieder gezeichnete Sachen, so Sportsachen und auch Raketen. Ganz viele, ja, Emojis, Smileys, auch total witzig. Rennautos. Und Rennautos habe ich auch auf dem anderen Stapel als allererstes. Dann kann ich hier schon wieder direkt zwei gleichzeitig hochnehmen. Und das sind zwei Packs mit Fahrzeugen. Da sind Fahrräder dabei, Schiffe, Flugzeuge. Besonders dieses Flugzeug hier, total witzig. Ein Bus, ein Helikopter, richtig bunt gemischt.
Dann geht's hier wieder weiter mit Tierchen, mit Tiergesichtern. Und hier sind ganz viele Katzen drauf, aber auch ein paar Bienchen. Noch mehr Kätzchen. Aber der Stil ist ein bisschen anders, geht wieder mehr in die Kawaii-Richtung. Hier sind Insekten und Schmetterlinge. Noch ein zweites Blatt mit Schmetterlingen. Gemüse, auch super cool. Noch mehr Essen, Eis und Kleeblätter, Brokkoli. Hier sind nochmal Zahlen. Ich glaube, die passen im Stil sehr gut hierzu, zu den Buchstaben. Mehr Dinosaurier, aber diesmal eher so comicartig gezeichnet. Nochmal Comic-Tiere. Mehr Comic-Tiere. Dann sind hier wieder Fortbewegungsmittel und es gibt noch mehr Fahrzeuge. Und damit habe ich den ersten Stapel fertig. Hier sind sehr, sehr coole Fruchtsticker. Besonders die Wassermelone ist sehr cool. Und hier unten auch die Ananas. Gefallen mir alle sehr gut. Die Bananen nicht so, ich bin kein Fan von Bananen. Oh, Kuchen und Desserts. Sehr cool. Noch mehr Eis. Super lecker. Dann hier nochmal Bienchen und kleine Tierchen. Sehr schöne Blümchen und auch wieder Bienen. Ich glaube, Bienen sind auch sehr, sehr häufig dabei. Sterne, Herzchen. Und diese Herzchen sind auch mega cool. Hier mit der Ananas drauf und so. Und damit habe ich hier noch zwei Packs mit Emojis. Und ich musste gerade daran denken, wo ich die ganzen Emojis gesehen habe. Hier waren ja schon welche drin. Ich habe ja Kati lange keinen Emoji-Brief mehr geschrieben. Und ich glaube, diese Sticker hier eignen sich super gut dafür. Und genau das werde ich jetzt auch machen. Ich werde die Emojis hier so ein bisschen mit den anderen Stickern mischen und Kati damit einen richtig coolen Brief schreiben als Dankeschön. Vielleicht kennt ihr das schon von uns, Emoji-Briefe oder auch vielleicht von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Das sind Briefe, wo einfach die Worte durch die Sticker ersetzt werden. Und ja, das hat dann so einen kleinen Rätselcharakter. Und ihr könnt jetzt dabei sein, wie ich den Brief schreibe. Inzwischen habe ich auch herausgefunden, was das hier für Sticker sind. Das sind nämlich Geruchssticker. Wenn man ein bisschen dran reibt und dann an den Fingern riecht, riecht man Pfefferminz. Sehr, sehr cool. Dann sind hier noch ein paar Teststicker dabei. Die Sternchen auch. Und das hier ist Kratzpapier, hatten wir ja auch schon mal, zeige ich euch auch mal. Wenn man zum Beispiel ein Herzchen reinkratzt, kommt darunter die glitzernde Folie zum Vorschein. Sehr, sehr cool. Und ich habe mir die Sticker jetzt ein bisschen vorsortiert und schreibe jetzt meinen Emoji-Brief an Kati. Bisschen Platz machen. Hier habe ich auch schon einen Stift. Und los geht's. Liebe. Und ich habe mir überlegt, ich habe ja so viele Buchstabensticker. Katis Namen schreibe ich direkt in den Buchstaben. Also direkt mit Stickern. Liebe Kati, steht hier schon mal. Dann bedanke ich mich natürlich für die Sticker. Und ich schaue mal, ob ich hier einen Emoji finde, der dankbar aussieht. Und hier jetzt nicht. Mal schauen, was hier noch dabei ist. Der hier macht so einen Kussmund. Wie so ein Dankbarkeitsküsschen. Hat auch so ein paar bisschen rote Wangen. Vor Freude. Vielen Dank. Für die
Und die Zahl schreibe ich auch wieder mit den Emojis. Für die 900 Das schön wird wieder ein Emoji. Und dann Sticker. Es hat sehr viel Spaß. Was sieht denn hier spaßig aus? Der hat auf jeden Fall Spaß. Sehr viel Spaß gemacht. Sie auszupacken. Besonders. Und jetzt suche ich ein Emoji für gut. Und da nehme ich den hier. Besonders gut. Haben mir die. Und jetzt muss ich natürlich schauen, was mir besonders gut gefallen hat. Und das sind auf jeden Fall diese kleinen Kätzchen hier. Total putzig. Die Kätzchen. Und es gibt ja auch ein Pluszeichen. Und die Kuchen. Gefallen natürlich. Und ich habe auch Sticker rausgesucht, die mir nicht so gut gefallen haben. Die Bananen. Aber da kommt natürlich auch ein lachender Emoji hinter. Oder einer, der die Zunge rausstreckt. Der ist auch sehr, sehr witzig. Und ich suche mal hier eine Packung raus. Die habe ich extra für Kathi rausgesucht. Ich glaube, die gefällt ihr am allerbesten mit den ganzen Schmetterlingen drauf. Sehr, sehr cool. Und die packe ich ihr gleich noch mit in den Umschlag. Ein paar besonders schöne. Gucken. Hier habe ich ein Herzchen. Und ich hoffe, sie gefallen ihr. Ein lachender oder ein fröhlicher Emoji. Und natürlich noch ein paar Grüße von mir. Ganz. Ein Herzchen. Gucken. Hier ist eine ganze Packung Herzchen. Ganz liebe. Grüße, Eva. Ach, wobei, meinen Namen hätte ich natürlich auch mit Stickern schreiben können, aber meinen habe ich jetzt so geschrieben.
Und so sieht jetzt der gesamte Emoji-Brief aus. Der kommt jetzt in einen Umschlag und dann gebe ich ihn Kathi. Und vielleicht hat sie ja auch Lust, einen Antwortbrief für mich zu machen. Und ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben dalassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, in die Kommentare zu schreiben, ob ihr sowas auch schon mal ausprobiert habt. Oder vielleicht möchtet ihr uns auch in den Kommentaren einen eigenen Emoji-Brief schreiben. Dafür einfach bestimmte Worte durch die passenden Emojis ersetzen. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert, verpasst ihr auch in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss!